out of you. You told me you weren't me. Herzlich willkommen zurück bei Aidencroft TV. Mein Name ist Aidencroft und wir zocken gemeinsam weiter City Skylines. Mittlerweile wird unsere Stadt Raccoon City ja schon was größer, wie man hier sieht. Ein Gebäude ist abgebrannt worden. Hier unten, ja, hier müssen wir glaube ich noch was an der Feuersituation tun. Hallo, ich wollte abreißen. So. Da gucken wir auch direkt mal nach, wie das mit der Feuerwehr aussieht hier. Alles grün, alles grün, alles gut. Alles gut. Überall grün. Okay. Dann machen wir wieder weg. Ich wollte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin immer noch fasziniert von unserer Eisenbahnstrecke. Wo ist er? Hallo. Da brennt es schon wieder. So. Und zwar folgen. Und zwar nicht wegen dem Fahren selbst, sondern wegen dieser Brücke hier. Und dann da fast wie auf einer Achterbahn voller andere Hauptbahn für Kinder. Ja, komm zu mir. Hallo, ich wollte das lässt er mich hier nicht mehr ab. Hallo, nein. Okay. Stadtgrenze hat uns gerettet. Ich konnte nicht mehr lösen. Wer fährt denn jetzt hier? Wem folge ich denn hier? Passagierzug. So. Oh, hallo. Geht's aber leiser? Irgendwie haben wir jetzt hier viele Tote, sehe ich gerade. Zack, 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 zack. Wie sieht das denn krematoriummäßig und so aus? Da haben wir einen, wie heißt es, Friedhof, da haben wir ein Krematorium. Das sollte doch eigentlich reichen. Aber das Problem ist, Krematorium muss natürlich einen großen Weg fahren, ist hier. Hier sterben sie auch wieder wie die Fliegen. Bleibst du mal hier? Krematorium, ich würde mal sagen, wir bauen hier noch irgend so ein Krematorium hin, ein zweites. Ein bisschen näher rangehen. So, da bauen wir noch eins hin. Jetzt gehen wir hin und reißen die Gebäude ab, die weggebrannt sind. Hier ist gar nichts. Willst du mich jetzt echt für Kackeiern? Tatsächlich. Hier hat der keinen Krematorium mehr. So. Zack. Ich weiß zwar nicht, warum die sich freuen, wenn man da Leichen verbrennt, aber bitteschön. Ein Gebäude ist schon wieder abgebrannt. Das kann doch gar nicht sein, Leute. Wir haben doch so viel Feuerwehr in der letzten Folge gebaut. So, hier haben wir noch einen Schandfleck, sehe ich gerade, da hinten. Ein ganz kleines. Ja toll, und ich reiß natürlich das Haus davor ab.
So, haben wir da hinten noch was? Schandfleckmäßig? Nein. Sehr schön. So. Dann können wir uns jetzt langsam... Was ist das? Kreuzung? Jawohl. Wir nehmen uns diesen Bereich jetzt mal vor wieder. Straßen bauen. Ausprobieren. Das geht. Wunderbar. Jetzt ziehen wir den nämlich hier rüber. So. Einmal. Diesmal machen wir einmal gerade. So. Hier oben bauen wir wieder frei. Gehst mal weg mit deinem Twitter-Dingsbums. Dankeschön. So. Und jetzt sagen wir hier oben. Bauen wir wieder. Wohnhäuser hin. Aber nicht nur. Denn wir brauchen auch ein bisschen Gewerbegebiet. Sieht man ja hier unten. So, die zwei. Da machen wir noch Wohngebiete hin. Ich sag, da machen wir noch Wohngebiete hin und Baudingens. Gewerbegebiete. Alles klar. So, es kommt schön. Wie sieht das mit Wasser und Strom aus? Alles versorgt. Okay. Strom kommt gleich automatisch. Gut. Dann haben wir Chester Square, unser Forstgebiet, Forstindustriegebiet. Mitten in die Stadt implantiert quasi. Hier ist das noch ein bisschen als Wohngebiet deklarieren quasi. So wie Raccoon City quasi hier. Ja, da. Wenn wir hier noch ein paar Häuser bauen würden, dann wäre das mitten in der City. Mitten in der Stadt. Auch nicht schlecht. Hat auch nicht jede Stadt. So. Hier war... Das ist noch vor Ort. Da werden wir uns demnächst auch mal wieder dran begeben und die ganzen Sachen aufleveln. Jetzt bin ich gerade was anderes am gucken. Ah, erstmal diesen. Das haben wir hier vergessen, hier oben. Einmal. Ungültige Form. So. Hier machen wir noch dieses. Direkt großen schon mal. Hier werden wir jetzt updaten. Was man nicht im Kopf hat, muss man im Geldbeutel haben. So. Ach! Jetzt bin ich. Jetzt
Industriegebiet am updaten. Warum geht's? Ach, wir haben die schon. Okay. Okay. So. Und hier noch. Ja, kommen wir sehr nicht so. Ihr bekommt auch noch alle. Euch Verschönerung auch noch ein bisschen. So. Wo waren wir? Hier waren wir dran. Ja, komm. So, aber ich sehe gerade ein paar Flecken in Chester Square, die gar nicht gebaut werden. So. So. Hier sind noch zwei. Hallo. Ja, komm. So. Ich bin aber überlegen, ob wir hier gleich auch noch eine Straße hinziehen, um den Fleck noch mit zu bebauen. Oh, das ist aber schnell gewachsen. Das Gewerbegebiet. Und unsere Industrie verlangt wieder nach Flächen. Das werden wir hier in Angriff nehmen. Weil immerhin ist hier hinten unser Güterbahnhof. So, dum. Wie bauen wir die Straße denn jetzt am besten? Hier wäre... Warte mal eben, ich sehe da was. Was hast du? Du bist zu 100% voll. Okay. Machen wir dich mal eben aus. Warum aus? Ganz einfach, wenn man 5 Stück gefüllt hat, zu 100%, gibt es ein Reward. Die Errungenschaft will ich mir jetzt gerade mal holen. Da bauen wir ja noch zur Not eine daneben hier oder irgendwo hin. Aber dafür müssen wir erstmal Straßen bauen. Ich würde mal sagen, wir setzen von hier an. Komm, in der Kurve. In der Kurve will er mich nicht bauen lassen. Dann machen wir das so. Das ist Nummer 1. Wir ziehen von hier noch runter. Oh, das gibt's doch gar nicht mehr beim Fernseher. Immer schlimmer, dass der immer ausgeht. Doch, diesmal war ich was schlauer und habe in der Zeit auf Pause Aufnahme gedrückt. Ja, diesmal werden wir ein klein bisschen so bauen wie mein Lieblings-Let's Player, der Skylines auch Let's Played. Wir werden gucken, dass wir so viel Platz wie es geht verbrauchen. Mal gucken, ob wir noch eine kleine Kurve hier rum
machen können. Sehr schön. Und dann hier hinten. So, da haben wir den Platz super ausgenutzt. Dich ziehen wir noch mal hier rüber. Ja, da haben wir doch unser Industriegebiet super erweitert. Zack. Oh, komm mal eben her. Das machen wir jetzt. Schwumm. Geht einfacher und schneller als eben zu sagen, füll mir die Fläche auf, füll mir die Fläche auf. Müssen wir gleich nur noch uns einen Namen für dieses Industriegebiet für einfallen lassen. Oder sollen wir ganz einfach Chester Square vergrößern? Allerdings, dann wäre das hier auch nur Forstwirtschaft. Das kommt, glaube ich, nicht so gut, weil die fangen direkt an zu bauen. Wasser, Strom müssen wir hier noch legen. So. Einmal dahin. Da unten fangen sie schon an zu weinen wegen Wasser. Kreislauf geschlossen. Strom kommt ja automatisch. Sehr schön. So, hier machen wir ein neues Gebiet. Oder wir könnten Forest Hills erweitern. Ja, ich denke mal, wir erweitern Forest Hills. Ausfüllen, ausmalen. Gescheiter. So. Jawohl. Alles jetzt Forest Hills. Aus der Luft sieht das Ganze jetzt so aus. Zack. Jawohl. Ein wunderschön großes Industriegebiet. Hier haben wir noch das alte Industriegebiet, Chester Square. Wir haben einen Schandfleck, sehe ich da. Ah, komm her, wo bist du? Da bist du. Wo bist du jetzt? Da bist du. Einmal das. Da ist was abgebrannt. Oh, jetzt stoppt er aber nicht mehr so direkt, wenn man die Tasten loslässt. Man merkt also, dass das System langsam mehr zu tun hat. Hallo, Baby. Da sind noch zwei Sachen, die weg müssen. Einmal, zweimal. Kaufen Sie neues Land. Oh, wir können unsere Stadtgrenzen wieder vergrößern. Ich wüsste zwar im Moment nicht so ganz weshalb. Aber oh, wir gucken einfach mal rein. Jo, wir könnten vergrößern. Oh, guck mal hier. Ja, wieder Autobahnanschluss. Aber warum? Wir haben hier noch nicht mal richtig gebaut. Chester Square ein bisschen. Also, wenn überhaupt, dann würde ich sagen, hier, beziehungsweise hier, um den See mit einzuspannen. Guck mal ab da.
nach wo hier so fließt der Fluss. Da müsste eigentlich hier die Abfahrt sein. Ja, wie gesagt, wir können noch keinen Hafen bauen, sonst würde ich hier direkt einen Hafen hinsetzen. Mal gucken, 32.000, wir sind bei fast 28.000, okay. Hauptstadt, erreichen Sie eine Hauptstadt? Ja, tatsächlich, da kommt das Schiff erst. Hafen, Frachthafen, wir sind im Moment großartige Stadt, alles klar. Was, von großartige Stadt auf Hauptstadt sind 12.000 Einwohner direkt, tatsächlich. Junge, Junge, Junge. Was sagen denn die einzigartigen Gebäude? Statue des Wohlstands haben wir, weiß ich. Shoppingstadt haben wir auch. Da sind noch ein paar Schandflecke da oben, ja. Transportturm haben wir, meine ich. Quelle des Lebens haben wir. Freundlicher Park, den weiß ich gerade nicht. Stromerzeugung. 1000 Megawatt brauchen wir noch. Da sind wir bei 408, glaube ich. Da kriegen wir die Steuerbehörde. Aha. Kolossalorder. Internationales Büro. Wöchentliche Bildungsausgaben von 20.000. Das 10 Wochen lang. Junge, Junge, Junge. Anführung: Bürogebiete mit 10.000 Quadraten. Offizieller Park. Was es hier alles gibt. Unterdrückungsbüro. Was ist das denn? Wenn Sie jemand unterdrücken müssen, dann sollten Sie zum Unterdrückungsbüro gehen. Darauf sind Sie spezialisiert. Anfang zu. Junge, Junge, Junge. Arbeitslosigkeitsquote über 50%. Oh Mann. So. Bauen Sie 7 Instanzen von Universitäten. Aha. Geschäftspark, 20.000 Quadraten direkt, Gewerbegebiet, boah, lecker Fanno. So, hier haben wir wieder, wo ist er? Da ist er. Nein, da war er nicht, da ist der Bulldozer. Zack, zack. Da ist noch eins. Hier können wir auch gleich mal oder in den nächsten Folgen anfangen. Ah ne, Quatsch, das Old Raccoon. Den wollte ich ja so lassen. Ich wollte ja alles andere quasi groß machen, nur Old Raccoon soll so der historische Stadtkern bleiben. Dadurch auch kleinere Gebäude. Nicht so wie hier, Wolkenkratzer mäßig. Ja toll, jetzt habe ich dich gerade weggemacht, da sehe ich hier die zwei Schandflecken. Könnt ihr mir nicht eher ins Auge springen? Was geht denn jetzt hier ab? So viel Schandflecken hatten wir in den letzten zwei oder drei Folgen nicht mehr. Es könnte natürlich eventuell dran liegen, weil hier kein Müll mehr abgeholt wird. Da wollten wir ja noch eine neue bauen. Halt, hier haben wir die. Eine Mülldeponie. Setzen wir. Können wir die hier hin? Hier können wir die hinsetzen. Ja, die setzen wir hier hin. Was habt ihr da für ein Problem? Geringer Bodenrichtwert. Wieso habt ihr einen geringen Bodenrichtwert hier? Ach so, durch die Industrie hier, Verschmutzung. Okay, dann. Ich verstehe es nicht, ne? Ich habe mir ja schon ein paar Mal erwähnt, meine Lieblings-Let's Player, City Skylines-mäßig, der hat hier noch ganz andere Parks. Der hat einen Basketballplatz, eine Hüpfburg, einen Park mit Hüpfburgen und, Kinderspielplatz und alles.
Also nicht hier wie wir, nur diesen normalen Kinderspielplatz. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich die nicht? Und das ist nichts, was man freischalten muss. Ich weiß nicht, ob man da extra, ob das an den Karten liegt, weil er spielt auf einer anderen Karte wie ich. Pflanzen mit Bäumen. So, hier. Ja, das ist Chester Square. Okay, da müssen wir hier auf der anderen Seite ran. Zack. Bisschen so angehoben kriegen. So. Das muss im Moment aber erstmal reichen. So, ich wollte nur mal hier gucken. Hier haben wir eine. Okay, ich war gerade am überlegen, ob wir hier überhaupt irgendwie U-Bahn-stationsmäßig angeschlossen sind. Aber ist ja volles Rohr. Ist ja volles Rohr. Haben wir hier? Nein, hier haben wir nicht. Ich bin mich schon am Wundern, warum hier nichts kommt. Gewerbegebiet immer noch. Ich verstehe es nicht. So, jetzt kannst du hier wieder füllen, füllen, füllen. So, bauen wir hier hinten auch mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir uns die letzten Folgen auf das andere Ende der Stadt konzentriert. Hier hinten. Und dann gehen wir auch mal langsam wieder auf die andere Seite über. Wie gesagt, das werden wir auch noch alles mit der Zeit hier, neu ausweisen. Was ist das? Wieso seid ihr? Ihr müsstet doch New Raccoon City sein. Da ist New Raccoon. Jawohl. Okay. Oh, oh. Pause. Zack, zack. So. Das schon mal auf groß geändert und an den anderen werden wir uns auch noch dran geben. Jetzt sind wir gerade hier. Wie sieht das mit Wasser hier unten aus? Okay, das haben wir schon. Ja, und wie mir meine Uhr zeigt, haben wir mal wieder unser Ende erreicht. So viel Zeit muss mal sein, um die zwei Schandflecke hier wegzumachen. Oh, Strom. Das gucken wir uns eben noch an. Oh, nur 4 Megawatt, was wir mehr produzieren. Nicht mal, alles klar, dann bauen wir hier oben noch schnell ein zweites Solarkraftwerk hin. Muss eine Straße gebaut werden, zack, so. Sobald das angeschlossen ist, sollte das hier wieder anders aussehen. Na, na, jawohl. Strom ist wieder da. Das Problem ist gelöst und wie gesagt, was hast du denn da? Nicht genügend Treibstoff? Egal. Weg mit dir. So, ich bedanke mich für euer Interesse und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play City Skylines hier auf Aidencroft TV. Mit eurem Let's Player Aidencroft. Wünsche euch bis dahin viel Spaß auf YouTube, viel Spaß im Aidencroft TV Channel
und sage wie am Ende immer, ihr kennt den Spruch. Nein, jetzt kommt ein anderer. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und jetzt kommt mein Abschiedsspruch. Arrivederci, winke, winke, goodbye. Euer Aiden Croft.